Die deutschen Heldenjournalisten haben es wieder einmal geschafft und mit versteckter Kamera wahrscheinlich unter Lebensgefahr die angebliche neue Lehre in russischen Supermarktregalen festgehalten. Bilder, die an längst vergangen geglaubte Zeiten in Russland erinnern. Einigen Supermärkten der Hauptstadt Moskau geht die Ware aus. Diese Bilder konnten nur mit versteckter Kamera gedreht werden, denn offiziell möchte das keiner zeigen. Warenlieferungen kommen ins Stocken, eine der konkreten Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise auf den russischen Alltag. Schade, dass zu gleicher Zeit Russland TV einen Vergleich von russischen Supermärkten in Deutschland und Russland produzierte und ganz unspektakulär ohne versteckte Kamera ebenfalls vor Ort Filmaufnahmen machte. Wie sieht es nun aus in den Läden Russlands aktuell? Leer wie zur Sowjetzeit, wie uns die ARD glauben machen will? Oder vielleicht wie in den russischen Läden Deutschlands, die einige Zuschauer aus eigener Erfahrung kennen? Das Warenangebot in den russischen Märkten Mitteleuropas ist für den Einheimischen oft fremdartig. Wodka verbindet ja auch der unbedarfteste Deutsche mit Osteuropa. Aber Spezialitäten wie Suchariki, Kvas oder gezuckerte Kondensmilch sagen nur erfahrenen Russlandkennern etwas. Westliche Standardwaren gibt es kaum. Reichhaltig ist dagegen das Angebot an Fischkonserven und Fertigprodukten. Auch in Regal für Konfekt, russische Süßigkeiten, fehlt in keinem Aussiedlermarkt. Einige Waren werden direkt aus Russland importiert, viele andere mittlerweile in Deutschland von Spezialfirmen nach russischen Rezepten hergestellt. Das Umfeld der Märkte bringt ebenfalls einen Hauch von Russland in mitteleuropäische Städte. Denn oft befinden sich im Eingangsbereich russische Kleinhändler mit einem Angebot von Reisen über Schmuck bis zum Haarschnitt. Und auch in der Umgebung siedeln sich gerne russische Imbisse oder Läden für einschlägige Tonträger an. Und wie schaut es im Vergleich dazu in Russland aus? Leere Regale oder ein rein russisches Angebot konnten wir nicht finden. Interessanterweise wirkt hier das Warenangebot weit weniger fremdartig als im deutschen Russenmarkt. Hier sind es höchstens die Beschriftungen, die dem westlichen Einkäufer fremd vorkommen, wobei nur eine Minderheit der Westmarken heute noch in die kyrillische Schrift übertragen wird. Natürlich gibt es die einschlägigen russischen Spezialitäten, die man als unerfahrener Deutsche nicht kennt, ebenfalls. Doch gerade in Großstädten nehmen sie einen wesentlich kleineren Anteil am Warensortiment ein als in den russischen Läden Deutschlands. Diese sind in der Tat russischer als Russland. Der Grund hierfür ist viel unspektakulärer als so ein kleiner Schockbericht über leere Supermärkte. Auch die Aussiedler und Auslandsrussen in Deutschland kaufen nicht nur in russischen Supermärkten ein. So wird ein guter Teil der international verbreiteten Waren in normalen Geschäften gekauft und das Sortiment der Spezialläden für Heimatwaren umfasst vor allem das, was es woanders nicht gibt. Seien es nun Alltagsprodukte wie in Russland allgegenwärtigen Sonnenblumenkerne oder Nibbes, der auch unter den Osteuropäern nicht von jedem geliebt wird. Von weit her reist man notfalls an, um sich ein Stück Heimat mit in den eigenen Kühlschrank zu nehmen. Auch von einheimischen Deutschen werden die russischen Supermärkte mehr und mehr entdeckt. Wer noch nicht dort war, dem empfehlen wir einen Besuch in fachkundiger Begleitung, die einem erläutert, was sich hinter welchen Verpackungen versteckt. Und wer gerade in Russland ist, der soll ruhig in einen dortigen Markt schauen. Journalisten dürfen gerne nach leeren Regalen suchen. Alle anderen sollten ruhig die eine oder andere russische Spezialität aus den Vollen ausprobieren. Keine falsche Scheu, denn es gibt viel Gutes zu entdecken. See?